Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ich spiele auf der Seite der Zombies und es gibt zwar schon ganz schön viele Fußsoldaten, aber ich wollte mal den General Supremo spielen. Deswegen machen wir das doch jetzt mal. Auch wenn es da schon ganz viel gibt. Der ist ja mit einer wahnsinnigen Zielgenauigkeit gesegnet und passt deswegen wunderschön zu mir, finde ich. Ja. So, erstmal ein paar Zombies holen hier. Zombies müssen immer sein. Hier vorne wird auch schon gut fleißig Zombies beschworen. Jawohl, schade. So, da unten ist ein Schnapper. Kriegen wir den? Da ist auch ein Kaktus. Jetzt habe ich es voll versaut hier. Nur mal einmal Zombie. Hier können wir auch noch mal einen Zombie reinholen. Ich vergesse mal, dass man bei dem Typen hier nicht nachladen muss. Drückt denn nicht auf Nachladen. Ganz nett eigentlich. Typisch Koala. Oder Koali, was hat er gesagt? Muss man ja bei Plants vs. Zombies immer aufpassen. Hier gibt es ja mehrere Koalas, die das Spiel spielen. So. Aber ich glaube, von hier oben, das wird ein bisschen dämlich, wenn ich hier sitzen bleibe. Deswegen ab in den Garten. Schön einnehmen. Da ist ein Schnapper. Das ist ein Metallschnapper, glaube ich sogar. Der kommt nicht zu mir. Hallo für Sonnenblume. Und voll daneben gesammelt. Ich kann es heute nicht. Heute. Aber wie konnte ich bitte die Mehrfachrakete gegen die Sonnenblume da daneben setzen? Ah, die Ingenieure machen ihre Arbeit. Die Fußsoldaten mal wieder nicht. Ist schon recht, ist schon recht. Leute, das Ding verzieht so dermaßen krass, aber ihr kennt das jetzt sicher auch, wenn ihr das Spiel habt. Wie heftig dieses Ding hier verzieht. So, jetzt haben wir den ersten Garten eingenommen, da können wir schon mal hier hinten rumlaufen. Und mal schauen, was hier so auf den hinteren Plätzen so los ist, pflanzenmäßig. Da hinten sehe ich doch... Ah, nein, das ist keine Pflanze, das ist ein Wissenschaftler. Ja, 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 ja. So. Wie sieht das denn hier aus? Da hinten ist jemand. Da ist auch jemand. Kriegen wir den? Wahrscheinlich nicht. Schade, schade. Das wäre nett gewesen. Aber so richtig auf Distanz ist der General nicht so der geilste. So, wir gehen mal hier hinten rum und schnappen uns hier die Erbse. Yay, unser erster Kill, glaube ich, oder? Und die Sonnenblume, die Sonnenblume. Oh, wie viel Leben hat die denn? Na komm. Ah, endlich. Ah, da ist noch eine Bohne. Ach du Heimatland. Und eine ziemlich intelligente Erbse. Da ist noch eine Erbse. Hey, Mattel. Hey, hey, hey. Na gut, die spawnen ja auch hier direkt. Aber wir haben ordentlich was gekillt. Das ist in Ordnung. Für mich zumindest. Ich finde ja auch unseren neuen Hut ziemlich witzig. Und vor allen Dingen auch das Waffendesign. So muss das doch für einen Zombie sein. Richtig schön aussehen, muss man. So, den kriegen wir. Boah, Leute. Und eine Vorlage kassiert. Nee, 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 nee. So viel Sand und keine Förmchen. Volle Mehrfachrakete geschluckt und danach noch Zeug von, also Schüsse von mir. Aber ihr habt ja gesehen, auf lange und auf mittlere Distanz macht der nix so viel, ne? Da oben ist doch schon wieder der blöde Erbsentyp.
Ja, und ich versammle wieder meine Raketen. So muss das doch sein. So, hier. Zombies. Ja. Der Triton, der kann's halt mit seiner Sonnenblume. Irgendwie komme ich mit diesen Mehrfachraketen immer noch nicht richtig klar. Ich habe lieber so die eine Rakete, aber ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen daran. Hey, was war das? Das sollte doch nicht passieren, dass mich ja jemand eher hier in den Rücken schießt. Boah, jetzt war ich schon da oben. Wir gehen mal ganz außen rum. Und hier rüber. Kann man das? Ich probiere in letzter Zeit so ein bisschen Sachen aus hier. Ja, wenn man natürlich so dämlich springt wie ich, dann macht das natürlich keinen Sinn. So, aber eben ab in den Nahkampf. Und eine von den beiden muss ich da... Oh. Der Eispilz. Das ist natürlich geschickt, ne? Zwei Sonnenblumen, die an der Heilkette hängen, die sich um den Eispilz rumstellen. Da siehst du als Zombie alt aus, würde ich sagen. So. Aber ich komme mit dem General irgendwie nicht so, immer noch nicht so richtig klar. So. So, der tanzt. Das Tanzen direkt mal austreiben hier. Ah, hier, seht ihr, wenn ich näher an die Leute rangehe, dann geht das auch. Aber ich krieg immer nur Vorlagen. Das ist. Ihr kennt das aus der letzten Folge ja schon. Ist da jemand hinter mir? Nein. Kein Kaktus mehr hier, der sich vergraben hat. Da oben ist noch eine Erbse drin, ne? Ne, da war eine Erbse drin. So, jetzt kommt das die schwierigste Garten im ganzen Spiel. Das Schloss. Muss man direkt mal hier den Ball zerstören. Oben. Ja. Ich traue dieser Mehrfachrakete nicht. Ich weiß, dass du da bist, du dämliche Erbse. Komm her. Jawoll. Drecksvieh. So, und hier brauchen wir gute Klos. Klo-Zombies for the win. Ein bisschen was Hartes. Aber bis die hier oben sind, dauert es halt auch immer, ne? So, die Pflanzen können sich nicht wehren hier hinten. Oh, die Laserbienen können sich doch wehren. Oh nein! Oh. Ah, okay. Aber ich habe ein bisschen eingenommen. Das ist schon mal gut. Die Vollautomatik-Erbse da oben auf dem Dach. Ganz schön gemein. So, der Ingenieur hier in der Drohne. Wir gehen mal andersrum. Wir gehen mal auf die andere Seite, weil hier kommen jetzt ja ziemlich viele Zombies durch. Meistens, wenn die Pflanzen nicht richtig aufpassen, dann konzentrieren die sich auf eine Ecke. Boah, was ist denn hier los? Eieieiei. Aha, hallo. Hier wird gut verteidigt. Dann doch nicht. Komm her, heile mich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, in den Garten oder hinten freiräumen. Ich versuche mal von hinten hier freizuräumen. Hier ist schon jemand durchgelaufen, okay. Fliegen die Bohnen. Sonnenblumen. Schön hier mal ein bisschen nebeln. Und hier kann man ganz gut einnehmen immer. Au, wenn da oben nicht irgendwie eine Erbse stehen würde. Aber ich nehme immer noch ein.
getan, bis er die sich mir meine Mehrfachrakete ausgepackt hat, hat der Crazy Mushroom mir schon einen reingedrückt. Aber es sieht gut aus. Wir haben noch 1 Minute 40 und wir haben den Garten fast eingenommen. Dann holen wir doch noch ein Klo. Und vielleicht noch so ein Fahnenzombie, der ist nämlich schnell. So, dann auf die. Hier runter. Und dann hauen wir mal ein bisschen Raketen hier rein. Und ein bisschen Smog. Boah, ich triff diese scheiß Mine nicht. Guck doch mal das mal an, ey. Kommt, Leute, wir müssen den Garten einnehmen. Sehr schön, wir haben den Garten. So nicht, Junge. So nicht. So der Schnapper, ey. Oh, da war noch eine Mine. Da war noch eine Mine. Und ein Stachelkraut auch noch. So. Aber jetzt dürfte das Ganze doch jetzt hier gegessen sein. Die nächsten beiden Gärten sind nicht so schwierig. Und wir haben ein gutes Team. Wir haben ein gutes Team. Das muss man ja sagen. Was man auch viele nicht wissen, dass man hier unten durchlaufen kann. Hallo. Ja. Nee. Der Crazy Mushroom, der kann's einfach. Mit seiner Popcap-Kappe. Dem Bärenwerfer. Ich hätte noch mal ein bisschen reinsmocken müssen, eigentlich in den Garten. What the fuck? Warum? Warum ist dieser Zombie da gerade gestorben? Cheaterei der Pflanzen. Hat niemand auf ihn draufgeschossen, nix. Und trotzdem ist er gestorben. Oder haben die eine Halbwertszeit? Und versterben einfach irgendwann. So, hier. Smog. Boah, bei meinem Ziel. Boah, nee. Also, schlechtes Zielen vom Koali und Verziehen vom Gewehr. Das ist nicht gut. Keine gute Kombo, Leute. Keine gute Kombo. Ja, sehr schön. Ja, komm, wir haben wenigstens den All-Star hier wieder belebt. Hüpf. So. Mal versuchen, hier hinten rumzulaufen. Wir nehmen ja gerade ein. Hallo? Ah, da ist der Mushroom wieder. Diesmal haben wir ihn. Na, aber die zweite Plasma-Erbse hier hinten. Noch eine Plasma-Erbse dahinter. Das war zu viel. Das war zu viel, Leute. Ich hätte vielleicht mal einen Jump machen können. Komm, Flaggenzombie, mach ihn platt. Der Triton. Aber selbst wenn ich so nah rangehe, ich verziehe dermaßen krass die Schüsse, dass ich die Leute nicht treffe. Habt ihr eben auch bei der Mine gesehen, wie krass das ist. So, hier ist schon wieder ein Flaggenzombie. Na, ey, habt ihr das gesehen? Ich treffe die hier genau.
Fehler in der Animation war. Da wurde ich vom Stachelkraut wahrscheinlich reingefangen. Komm, 41 Sekunden, 40 Sekunden, das müssen wir noch schaffen. Der Garten ist eigentlich nicht so schwer. Wenn wir das Schloss geschafft haben. So, nochmal hier so ein Zombie. So, jetzt haben wir es doch. Yeah, ich habe mal einen mit einer Rakete getötet. Huhu. Ein Lebenspunkt noch. Und dann müssen wir uns jetzt hier nach in Sicherheit retten. Die Pflanzen machen hier gute Arbeit. So. Auf die Insel und die Megablume. Ob wir die verfehlen können mit unserem Gewehr. Und badaboom, badabang. Hä? What the fuck? Jetzt aber. Die wollen mich nicht. Ah, jetzt. Okay. Flying Koala Zombie. So. Und Ablenkungszombies beschwören. Was machen wir? Wo gehen wir lang? Hier ist schon ein Kaktus. Der steckt unsere Raketen einfach so weg. Wenn das jetzt wieder so ein Drama ist hier. Moment. Ah, diesmal geht's. Flieg, kleiner Zombie, flieg. Mein Zombie hat sie wieder schon erwischt. Holen wir uns einen Braunmantel, ne? So, wir gehen mal nach hinten auf die Rückseite. Und gucken mal, ob wir da ein bisschen durchkommen, weil meistens wird da nicht so gut verteidigt. Und das ist mal so eine Feuererbse. Erbsenagent. Da ist doch der dämliche... Ah, hier ist gut was los. Und auf die Mauer, auf die Lauer. Ist ein kleiner Zombie. Ah, okay. Den machst du. Der hat uns jetzt schon dreimal... Oh, wir haben ihn auch schon zweimal getötet. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Einmal schon, aber nicht ein zweites Mal. So. Gehen wir mal auf die andere Seite der Insel fliegen. Wuhu! Sieht aber von der Zeit her gar nicht mal so gut aus. Müssen wir ein bisschen ranhalten. Ah ja, jetzt kommen die Kollegen hier. Räumen sie gut auf. So, da wird schon durchgerusht. Hier rum. Immer nach hier nach unten. Hallo. Nein, nicht leben, nein, ich möchte nicht gefressen werden. Pan, pan, pin. Du Sack. Ja, ich glaube, auf der Seite fühle ich mich wohler. Also quer hier rüber fliegen. Immerhin konnten wir eben so ein bisschen, so einen Schuss konnten wir ja anbringen. Haben wir einen Braunmantel. Bringt ja 10 Punkte. Nehmen wir mit. Ah, da kommen wieder die Kollegen und schießen was, ein bisschen was auf die Blume. Hier sieht die Pflanze ist auch weg. Sehr gut. Ah, wer war's? Der Max Dawn 2.
mit seiner Plasmaerbse. 28 Sekunden, das da müssen wir jetzt aber ordentlich Gas geben. Da scheint irgendjemand doch dran zu sein. Komm, 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 die Blume hat nicht mehr viel, das ist ganz knapp. Ja, da schießt jemand gerade auf die Blume. Sehr gut. Noch einer, ja, ein Schuss noch oder zwei, dann ist sie doch hin. Schneller Propeller, 5 Sekunden. Ah, nein. Ja, oh, das war knapp, Leute, das war knapp. Das war knapp. Wer war es? Da war wahrscheinlich der Fußsoldat da unten. Sehr gut. Gute Arbeit, Zombie. Stirb, Sonnenblume. Ja. Also, der Supremo. Immer noch nicht so mein Charakter. Mag ich einfach nicht. Der verzieht mir zu krass. Oh, was habe ich hier? Ich habe noch eine Auszeichnung hier. Vorlagenmeister. Ja, das kann ich mir denken. Wir holen uns ein Sticker-Pack, Leute. Hier zum Boss Down haben wir immer noch nicht alles. Yeah. Bambuswumme mal 7. Das ist krass. Background-Tänzer, Zeitung, Sternüberspringer, Pylonenschlange, Tropentupan. Tupan. Gott, ich rede einen Scheiß. Und Stiefelkopf. Nice. Gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Quali. Tschüss. Yeah.